Hier ein neues Video. Willkommen. Ich habe euch ein bisschen mitgenommen auf meiner Reise zum Neurostimulator. Habe immer mal wieder was gedreht oder Bilder werde ich wahrscheinlich auch hier zeigen. Das heißt, auch wenn ihr Bilder nach OP oder so nicht sehen könnt, dann ist das Video vielleicht nichts für euch. Aber ich wollte einfach meinen Weg und meine bisherige Erfahrung mit dem, ja, mit der Entscheidung, mir den Neurostimulator testweise und dann schließlich ganz einbauen zu lassen, hier teilen, weil ich ganz wenige Videos dazu finden konnte und viel Spaß damit. Ich bin Kathleen, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich leide seit 2010 immer wieder an Nervenschmerzen. Es gab Phasen, wo sie nicht so vorhanden und nicht so stark gewesen sind. Aber ja, inzwischen sind die Schmerzen bei 5 bis 6 auf der Schmerzskala. Ich nehme an Medikamenten Gabapentin 3 mal 600 Milligramm am Tag und Duloxetin 90 Milligramm am Tag. Das ist ein Antidepressivum, wurde bekannt unter dem Namen Cymbalta und hat eben durch seine Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmerwirkung und die Serotonin-Wiederaufnahmehemmerwirkung eine Wirkung auch auf Schmerzen, auf Nervenschmerzen. Zusätzlich nehme ich bei Bedarf Novalgin, was ich in stärkeren Schmerzphasen dann bis zu 5-mal täglich nehme. Novalgin 500 Milligramm plus Orthoton-Muskelentspanner 3-mal am Tag, damit meine Muskulatur, die sich durch die Nervenschmerzen auf der linken Seite im linken Brustkorb total anspannt, sich eben entspannen kann. Außerdem habe ich eine Creme, die in der Apotheke angemischt wurde, und ich benutze Pflaster, Lidocain-Pflaster, die manchmal helfen, geringfügig und manchmal nicht. Der Antrag auf medizinisches Cannabis läuft, liegt beim medizinischen Dienst der Krankenkassen. Und ja, die Hoffnung ist, dass ich damit die schlimmen Schmerzphasen überstehe, ohne dass ich mir die ganzen Medikamente einwerfen muss. So nun mal zum Ist-Zustand. Ja, ich werde jetzt in 2 Tagen die Spinal Cord Stimulation haben, das heißt die Neurostimulation, wo ich quasi, ja, ich hatte die Voruntersuchung jetzt gestern. Meine OP wurde auch schon einmal verschoben, weil der Operateur einmal krank gewesen ist, leider. Ja, gestern hatte ich die Voruntersuchung, musste zur Anästhesie, musste Blut abnehmen lassen und hatte ein ärztliches Gespräch nochmal zur Aufklärung. Ich werde am Montag morgens um 6:30 Uhr im Krankenhaus mich einfinden, werde dort mal gucken, was ich da filmen kann. Also ich habe mir jetzt nicht getraut zu fragen, ob ich bei der OP filmen kann, wobei das irgendwie echt auch spannend wäre. Ja, es wird quasi eine Sonde mit Elektroden von hier unten zwischen den Wirbeln, wie, so ähnlich wie bei einer PDA bei der Geburt, durch eine Hohlnadel und einen, ja, wie einen Katheter, wie einen Schlauch, der da reingeschoben wird, mit einem kleinen Schnitt, wird es zwischen den Wirbeln in den Epiduralraum quasi geschoben unter Röntgen. Und das wird mir dann, meine Schmerzen sind hier im Brustwirbel, Thorakalwirbel 9 bis 10, wird es nach oben geschoben. Ich werde unterdessen eine, ja, Sedierung haben, also einen Dämmerschlaf. Darum habe ich auch gebeten, dass ich das halt einfach, ja, psychisch gut verkraften werde. Und ja, dann wird wohl im OP schon der Impulsgenerator angeschlossen und geschaut. Es ist unbedingt notwendig, dass der Nerv intakt bleibt.
Die Nervenschmerzen, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, habe ich aufgrund eines Herpes Zoster, also einer Gürtelrose, die ich in der Schwangerschaft hatte 2010. Und aufgrund der Schwangerschaft konnte ich da nicht behandelt werden mit Medikamenten. Ja, und das ist eben eine postherpetische Neuralgie, eine Postzosterneuralgie. Ist schmerzmedizinisch nicht ganz einfach einzustellen. Eigentlich gar nicht gut. So bedeutet das, dass ich eben oft mit Schmerzen lebe oder mit stärkeren Nebenwirkungen von Medikamenten. Ja, die unter anderem sind Gewichtszunahme, gesteigerter oder verminderter Appetit, Benommenheit irgendwie, auch Müdigkeit, totale Müdigkeit. Also ich habe so schon durch die Schmerzen Müdigkeit und eben durch die Medikamente dann auch. Der Hund schnarcht. Und ja, ich bin jetzt echt gespannt. Es wird dann eine Teststimulation laufen. Das bedeutet, der Impulsgenerator wird außerhalb vom Körper getragen. Ich werde eine Nacht aller Voraussicht nach, wenn alles gut läuft, stationär bleiben. Und dann beginnt die Testphase, wo ich den Stimulator eben tragen werde einfach. Und ja, ungefähr nach 2 Wochen soll es dann wohl implantiert werden. Wenn es gut funktioniert, wird quasi dieser kleine Impulsgenerator in ein kleines Täschchen, was eingeschnitten wird in die Haut, meist über dem Gesäß, gibt es aber auch über dem Bauch oder am Bauch, am Brustkorb, wird es dann eingesetzt und dann ist es ein in sich geschlossenes System. Ja, ich werde eben während dieser ganzen Zeit unter Antibiose stehen, weil eben eines der größten Risiken der OP ist die Infektionsgefahr dort hinten in Rückenmarksnähe. Es wäre halt dann eine Hirnhautentzündung im schlimmsten Fall. Die möchte man natürlich nicht haben und ja, es ist ein invasiver Eingriff, aber für mich ist es ja irgendwie auch so ein bisschen so die letzte Hoffnung, ne? Weil ich bin jetzt 38 Jahre alt und ja, habe eben mit sehr starken Schmerzen immer wieder zu kämpfen. Und wenn ich mir vorstelle, ich lebe noch eine Weile, mal schauen, wie das dann werden soll. Also ich möchte es auf jeden Fall versuchen und habe auch ein bisschen Bammel, aber möchte es versuchen und ich versuche euch mitzunehmen, wo es geht und darüber zu erzählen, weil ich habe jetzt im Deutschen hier YouTube irgendwie überhaupt gar nichts gefunden darüber. Ja, nun ja, let's see. So, es ist jetzt Sonntagabend. Morgen ist meine Operation. Ich soll da 6:30 Uhr im Krankenhaus sein. Ich bin gespannt. Ich habe ja jetzt, habe ich das gestern schon erzählt, ich habe noch eine Blasenentzündung gekriegt, wahrscheinlich vor innerem Stress und Aufregung. Ich muss jetzt noch ein Antibiotikum nehmen und ich hoffe, das wird kein Problem sein. Ich denke aber nicht. Ja. Ich muss morgen nüchtern sein, 6 Stunden ohne Essen, 2 Stunden ohne Getränke. Ich muss dann so aufstehen, dass ich meinen Kaffee noch trinken kann, aber ich gehe mal davon aus, dass ich 6:30 Uhr nicht sofort in den OP komme, sondern ich erstmal ja auch vorbereitet werde und so Strümpfe kriege wahrscheinlich und Nachthemd und all sowas. Ja, mal gucken. So, guten Morgen, Tag der OP. Ich gehe mal rein und mal gucken, was so passiert. Na, nun bin ich schon mal hier angekommen in meinem Zimmer. Wow, mit iPad, ne? Nubel, Nubel. Ich muss meinen Nagellack abmachen, zumindest von einem Nagel, damit die Sauerstoffsättigung gemessen werden kann. Und ich muss das hier anziehen. Eine Netzhose, ein Nachthemd und eine schöne Damenbinde. So, ich bin zurück aus dem OP.
Tatsächlich habe ich keine Narkose bekommen oder gebraucht. Ich wurde so nett betreut währenddessen. Ich war wirklich ruhig, ja. Und habe eine örtliche Betäubung bekommen, also mit Spritzen am Rücken. Und es wurde auch gleich der Generator eingepflanzt. Es wurde im OP getestet. Es war super spannend, ne? Der Techniker hat dann, also zunächst mal wird das alles unter Röntgen gemacht. Alle hatten halt Bleischürzen an. Der Techniker hat dann das angemacht, das Gerät, und dann hat mir das ganze linke Bein gekribbelt. Und dann hat er irgendwie gemeint, ja, er stellt es jetzt nochmal um. Dann hat mir die Körpermitte gekribbelt. Und dann wurde vom Operateur die Sonde noch ein Stück weiter höher geschoben im Wirbelkanal. Und dann hat es gepasst vom Gefühl her, wo mein Nerv halt immer schmerzt und ist. Und ja, der Generator wurde gleich implantiert. Ich bin richtig gespannt. Also der Techniker kommt nachher her zu mir und dann würden wir das mal in Betrieb nehmen und mal gucken. Alles in allem habe ich mir alles wirklich viel, viel schlimmer vorgestellt. Man liegt natürlich da in einer komischen, ausgelieferten Situation, aber es war so ein tolles Team und es hat auch gar nicht so lange gedauert. Ich glaube 40 Minuten alles. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, drei Schnitte am Rücken und im Moment habe ich, oh, ich gucke mal kurz, wie spät es ist. Die OP ist jetzt 3 Stunden her und ich habe überhaupt gar keine Schmerzmittel bis jetzt bekommen. Ich spüre halt, dass in meinem Kanal etwas ist, so. Und ich spüre da so einen Druck eher, wenn ich mich bewege. Das ist vielleicht auch noch gereizt, so. Und ich spüre natürlich jetzt langsam die Schnitte. Ich werde nachher nochmal fragen nach Schmerzmitteln, bisschen Novalgien oder so. Und ja, ich bin irgendwie auch stolz auf mich, dass ich das so gut geschafft habe. Und mal sehen, wie es dann weitergeht. Ich bin entlassen. Ich bin wieder daheim. Ich habe einen Taxischein sogar bekommen und ja, bin dann mit dem Taxi heimgefahren und ja, am Tag nach der OP daheim zu sein ist natürlich toll. Heute war der Operateur zur Visite da und hat gemeint, nee, ist alles ganz gut gegangen und ich soll jetzt halt das Antibiotikum weiternehmen, soll am Freitag einen Termin machen für ja, Pflaster wechseln, Wunde angucken lassen. Heute ist Dienstag, dann werde ich Freitag den Termin haben. Und nächste Woche Dienstag ist dann quasi mit ihm die Besprechung der ja, Teststimulationszeit. Ich habe jetzt eine gute Woche Zeit, um das Gerät zu testen. Heute in der Nacht lief das Standardprogramm quasi, das stille Stimulationsprogramm, wo ich kein Kribbeln spüre oder sowas. Aber es läuft still vor sich her. Und ich habe da schon eine Verbesserung meiner Schmerzen gespürt. Also das heißt, in der Nacht habe ich oft keine Schmerzen, sondern ich würde sagen, es ist ein stärkerer Druck im linken Brustkorb und so Missempfindungen. Ja, manchmal schießt es mehr ein oder sowas. Das war jetzt fast annähernd komplett weg. Die Nacht hat sich leicht angefühlt und ich habe mir gedacht, bilde ich mir das ein vielleicht? Oder aber ich glaube, ich bilde es mir nicht ein. Die Techniker haben mit mir jetzt eben dieses stille Programm
abgestellt und es gibt auch ein kribbeliges Programm. Da spüre ich eben das Kribbeln auch tatsächlich. Und die Technikerin heute meinte, bei stärkeren Schmerzphasen wäre das vielleicht ganz gut, weil es ja dann irgendwie den Schmerz nochmal mehr überdecken könnte. Ich bin da sehr gespannt drauf, soll aber bis Freitag jetzt erstmal schon alles so lassen, wie es ist. Und erstmal so mit dem stilleren Programm gucken, bevor ich quasi dann da irgendwo rumdoktore und schraube, weil der Körper erstmal auch so 48 bis 72 Stunden braucht, bis er sich ein bisschen dran gewöhnt hat und das überhaupt erstmal so alles anspringt. Die OP ist ja nun gerade auch mal 30 Stunden her, ne? Wenn überhaupt. Ist ja auch noch der Wundschmerz und all sowas. Ansonsten ja, dachte ich, dass ich wieder arbeiten kann morgen. Dachte ich. 2 Tage nach der OP, aber da wurde mir gleich mal auch vom Operateur gesagt, dass ich das, ja, dass er mir das irgendwie nicht so richtig, ja, dass es schon gut wäre quasi, wenn ich jetzt auf jeden Fall mindestens eine Woche einfach auch daheim bin und mich auf die Testphase quasi konzentrieren kann und auch ja, wegen der Infektionsgefahr, das ist halt, nehme ja auch das Antibiotikum und dass es irgendwie einfach ja, in Ruhe sich einwachsen kann. Und ja, die Testphase startet. Bin gespannt. Ich finde es total spannend, was man machen kann, so mit der Technik, ne, dass man so sowas machen kann im Körper. Also es ist schon bemerkenswert. Ja. Jetzt muss ich aber, glaube ich, noch mal ein bisschen schlafen. Tag 2 nach dem Einsetzen der Elektrodensonde und Tag 2 der Teststimulation. Meine Nacht war wieder sehr ruhig, würde ich sagen. Inzwischen spüre ich, dass die Wundnähte, also die Wundschmerzen und auch das Gefühl am, ja, unten am Lendenwirbelbereich, wo die reingegangen sind, dass das nach ist, dieses Wundegefühl. Und ich spüre tatsächlich eine erhebliche Veränderung meiner Schmerzqualität. Das unterschwellige, dumpfe Drücken, was bei mir sonst die ganze Zeit da ist, auch nachts, das ist beinahe weg. Das kann ich gar nicht loben. Also es ist im Moment spricht bisher wirklich sehr, sehr vieles dafür, dass ich mir das Gerät implantieren lasse dann fest. Also, ja, bin echt froh. Ich merke, dass ich einfach noch sehr müde bin. Ich denke von der Operation und dem Stress davon. Und vom Antibiotikum natürlich auch. Also, ja. Ich wollte ein Update noch machen zum Schmerzstimulator. Gestern hatte ich ihn mal, also mir wurde gesagt, ich soll den auf jeden Fall 3-4 Tage mal auf diesem Grundprogramm laufen lassen einfach, damit der Körper sich gewöhnen kann eben. Und gestern hatte ich ja dann mal vormittags so Schmerzen. Ich würde sagen mittelstark, so von der Einordnung her. Und habe den Schmerzstimulator 60 Minuten ungefähr, eine Stunde laufen lassen auf dem Kribbelprogramm. Und der Schmerz war tatsächlich so wie im anderen Raum, also wie der ist nebensächlich geworden. Und es hat kein Schmerzmittel geschafft bisher, um das nochmal zu sagen. Und danach habe ich die Grundstimulation, die ich habe, auf 2 Strompunkte quasi höher gestellt. Ich spüre die trotzdem nicht, außer wenn ich ganz flach liege, dann ja. Und seitdem läuft es und das ist dann auch weggegangen, die Schmerzen tatsächlich. Also ich bin super gespannt auch,
Ich habe jetzt, heute ist Sonntag, ich habe jetzt noch Montag, also morgen und Dienstag muss ich den Stimulator abgeben, das externe Gerät. Und dann wird mir hoffentlich recht bald danach der feste Impulsgenerator implantiert. Das hoffe ich sehr, das weiß ich noch nicht, aber es wurde mir gesagt, so noch 1 oder 2 Wochen ohne das Gerät. Ich möchte das gar nicht wieder abgeben. Da bin ich mal wieder. Ich habe jetzt quasi eine gute Woche nicht gefilmt. Ich hatte das Gerät abgegeben. Es wurde, also das Testgerät, das externe, habe ich abgegeben. Das wurde mir abgeschnitten und das Kabel quasi ins Innere meines Körpers gemacht und dann zugenäht mit einem Stich. So ist dann jetzt eine Woche lang alles geschlossen gewesen. Ich musste in der Woche kein Antibiotikum nehmen. Und morgen wird mir der Impulsgenerator implantiert. Jetzt gehe ich morgen früh wieder ins Krankenhaus, werde den Tag im Krankenhaus verbringen. Der wird mir implantiert. Ich muss wieder Antibiose haben, leider. Das geht mir wirklich auf die Psyche, aber ja, es geht halt nicht anders. Und dann sind wir gespannt, ob der Strom mir da auch so gut hilft. Also ich habe von 2 anderen Patientinnen jetzt gehört, denen es auch so gut geholfen hat und die das fest implantiert bekommen. Ich freue mich auf ein Leben ohne Schmerz oder mit weniger Schmerz. Ja. Als Abschluss heute noch einmal, ja, mein Fazit. Mein bisheriges Fazit nach insgesamt 4 Wochen jetzt mit dem Neurostimulator. Die Wunden sind super verheilt. Vielleicht kann ich kurz hier zeigen, wo die Tasche ist. Da kann man es sehen, ja. Da ist der Stimulator drin, der Generator. Ich habe heute, Stand heute, also ich habe in den vergangenen 4 Wochen mein Gabapentin von 3x600 Milligramm auf morgens 0 Milligramm, mittags 300 Milligramm und abends 300 Milligramm reduziert. Ich habe überhaupt gar keine Nervenschmerzen. Ich kann es nicht glauben und ich bereue nichts. Ich bin total glücklich, dass ich es gemacht habe und danke fürs Video gucken.